Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die OG mit Herzbox von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. OG mit Herz von Herzog. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, also wir haben hier ein Grow-Zelt, also hier der Reißverschluss, der geöffnet ist. Und hier können wir dann in dieses Innenleben hineinschauen. Wir haben hier oben diverse Lampen und Schläuche verbaut und dann haben wir hier Pflanzen, die hier wachsen. OG mit Herz Grow Box nennt sich das, passend, das Cover gewählt. Darunter lesen wir dann auch wieder den Herzog Schriftzug. Und was man dazu noch sagen muss, es gab die Box ja in zwei Varianten, einmal in dieser Grow Box und einmal in der Joint Box. Die Joint Box stelle ich euch dann morgen vor. Und der Albumtitel ist auch etwas speziell, denn OG mit Herz, OG steht in den meisten Fällen für Original Gangster. Bei Herzog ist das in diesem Fall Odd Grower, da er ja seit einigen Monaten auch seine eigene Sorte kreiert hat, seine eigene Gras, seine eigene Cannabis-Sorte und die heißt Herz OG. Da der gute Mann ja auch mit Nachnamen Herzog heißt, ist das Ganze durchaus passend. Und daher mehrere Wortspiele miteinander verbunden. Auf der rechten Seite lesen wir auch nochmal OG mit Herz. Oben wieder Herzog-Schriftzug, links OG mit Herz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Inhalte, in diesem Fall Inhaltsstoffe. Album-CD, Bomben-Produkt-EP, Beanie mit Patch, Kettenanhänger, Nagelschere, Imetui, Latex-Handschuhe, Aschenbecher, doppelseitiges Poster. Darunter noch ein Barcode. Das Ganze in diesem schwarz-grauen Stoff, aus dem hier dieses Zelt, diese Box besteht. Dann schauen wir mal hinein, wenn es aufgeht. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Wir haben hier einmal das Album. Dann haben wir die Bombenprodukt EP. Die Haube der Beanie. Eine Halskette mit Anhänger, Aschenbecher, Latexhandschuhe, das dürfte das Nagelscheren-Etui sein und ein Poster. Von innen die Box glattweiß, ist einfach eine reguläre Klappbox, ihr kennt die. Hier kommt dann auch nochmal der Herzog-Schriftzug zum Vorschein, wenn man das aufklappt. So, was man auf den ersten Blick mal sagen kann, ist, dass diese Box wahrscheinlich keinen Umweltpreis gewinnen wird, denn wir haben hier unfassbar viel Plastik, unfassbar viel Folie. Allerdings muss man auch dazu sagen, das hier ist ein Druckverschlussbeutel, in dem sich die Handschuhe befinden. Das heißt, den kann man eventuell wiederverwenden. Machen wir mal zur Seite. Dann haben wir natürlich die Mütze mit Patch, dieses Beanie. Dann die Nagelschere Imetui. Verliere ich langsam die Geduld. So. Dann der Aschenbecher. Ah, da ist ja auch nochmal Folie drauf. Dürfte wohl den Grund haben, dass das Ganze nicht zerkratzt. So, also noch mehr Folie. Dann ebenfalls hier. Die Halskette. Und dann haben wir natürlich auch noch die zwei CDs, die zwei Tonträger hier dabei. So, einmal die Bonus-EP und einmal
das Album. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das ist echt mal eine krasse Sache, denn wir werden das Ganze noch mal kurz aus der Hülle, aus dem Jewel Case nehmen, um das noch besser zu sehen. Aber eventuell kann man es schon auf der Kamera auch sehen, wenn auch sehr stark spiegelt und die Optik nicht ganz so geil rüberkommt. Wir machen es dann noch mal auf. Wir haben hier ein 3D-Cover. Also wir haben hier wirklich so ein Kippbild. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Das sieht richtig, richtig krass aus. Hier lesen wir, Herzog präsentiert OG mit Herz. Und wir können hier reinschauen in diese Growbox. Bedeutet, je nachdem, in welchem Winkel wir das Ganze kippen, hat man hier dann unterschiedliche Einsichten. Gefällt mir richtig gut. Ja, das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Seite ist hier schwarz. Dann lesen wir hier OG mit Herz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl, Credits und Barcode. Was man dazu sagen muss, wir haben hier keinerlei Features. Es sind wirklich 14 Solo-Tracks. Features haben wir dann auf der EP mit dabei. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist das vierte Solo-Album von Herzog. Das letzte war ja dieses hier, Vollblut-Hustler. Ist im September 2016 erschienen. Also das ist echt schon eine gute Zeit lang her. Schön, dass der Mann zurück ist. Wir haben hier einmal das Booklet und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist... Okay, jetzt bin ich etwas verwirrt, warum das hier zweimal drin ist. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das keine Absicht ist, dass das eigentlich nur einmal da reingehört. Also, falls ihr jetzt irgendwie eine CD oder eine Box kauft, wo bei euch das Ganze fehlt, dann tut's mir leid, ich habe zwei, meldet euch, dann schicke ich euch eine von mir. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier, wie gesagt, ein 3D-Bild und man kann hier echt reinsehen und man sieht auch, dass sich entsprechend die Pflanzen da drinnen verändern und auch die Schläuche. Also das habe ich zuletzt gesehen bei Kollega Legacy, da gab es das ja auch, so ein Wackelbild, aber das sieht echt krass aus. Gefällt mir richtig gut. Da könnten sich andere mal ein Beispiel dran nehmen. Auf der Rückseite haben wir dann auch wieder den Herzog-Schriftzug. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Und hier haben wir dann nicht nur, also hier haben wir nicht die Info, wer das Ganze produziert hat, sondern wir haben hier zu jedem Track einzelne Textzeilen. Also Herzog dürfte sich hier zu jedem Track irgendwie seine bevorzugte Line rausgepickt haben, die wir hier dann haben. Könnt ihr euch dann natürlich im Detail durchlesen. Einfach das Video kurz pausieren. Hier spare ich das jetzt im Detail, weil ich eh schon befürchte, dass das Video sehr lange wird, weil der Boxumfang ja doch sehr umfangreich ist. Ja, 86 Kilohertz, der Bruder von Herzog, der hat ja das ganze Album produziert. So sieht dann die Album-CD aus und das ist auch tatsächlich ein Herz-OG, was wir hier sehen, also eine Pflanze aus Herzogs Zucht. So sieht das aus. Und auf der Rückseite auch nochmal eine Herz-OG. Und hier lesen wir dann alle Texte von Herzog, alle Beats von 86 Kilohertz. So, das machen wir mal derweil zur Seite. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier die Bonus-EP, die Bombenprodukt-EP. Was mir schon mal auf den ersten Blick richtig gut gefällt, man hat das Ganze in ein Jewel-Case gepackt und nicht einfach in ein Digisleeve oder irgendeine Papphülle, nein. Hochwertig im Jewel-Case, sehr schön. Bombenprodukt-EP. Und hier haben wir dann insgesamt 5 Tracks und 5 Instrumentals. Man hat hier, wie es der Name vermuten lässt, das ganze Bombenprodukt-Camp mit drauf. Bedeutet, die Leute, die man auf dem Album vielleicht erwartet hätte, sind dann hier auf der Bombenprodukt-EP drauf. Und zwar sind das Taylor, PTK und natürlich Sadi Chant. Und auch wenn er jetzt nicht mehr wirklich aktiv dabei ist, aber sogar
Dr. Surabi hat es hier auf einen Track mit drauf geschafft. Und auch hier haben wir wieder die Credits. Barcode gibt es keinen, denn das gute Stück gibt es wirklich physisch nur in dieser Box, in der OG mit Herz Box und in der Joint Box. Also digital ja, aber physisch so regulär nicht zu kaufen, sondern wirklich nur in der Box. Digital gibt es diese EP schon seit dem 22. Februar, denn das war das ursprünglich geplante Release-Date für das Album. Und nachdem das Album mir dann 4 Wochen verschoben wurde, hat Herzog unter anderem dann, um seine Fans zu entschädigen, die Bombenprodukt-EP schon am 22. Februar veröffentlicht. Dann haben wir hier einmal die Info, die Crew lesen wir hier. Der Name Bombenprodukt wurde 2008 von Herzog das erste Mal auf seinem Mixtape Corner Hustle verwendet und so weiter und so weiter. Also so ein kurzer Abriss, so eine kurze Info, was es mit Bombenprodukt so auf sich hat. Für die, die es nicht wissen, durchlesen. Dann haben wir die CD, auch schön hier in dieser Take-Optik Bombenprodukt. Dann haben wir die 4 Herrschaften abgebildet. Links Sadi Chance, daneben Taylor, dann Herzog und rechts PTK. Auf jeden Fall eine, in meinen Augen, eine der stabilsten Rap-Crews, die das Land hat. Dann haben wir mit dabei etwas sehr Unübliches, und zwar einen Aschenbecher, einen so einen kleinen Teller, hier mit 4 Aussparungen, wo man eben dann Zigarette oder was auch immer ablegen kann. Und in der Mitte haben wir Herzog mit Rohr. Was hat es damit auf sich? Das ist ein Glaspfeifenhersteller, ein deutscher Glaspfeifenhersteller, der eben Rohr heißt. Und mit denen hat Herzog eine Bon-Kollektion in Kollaboration rausgebracht. Und aus dieser Kollaboration dürfen sie dann auch nochmal hier diesen Aschenbecher rausgebracht haben, der hier exklusiv in der Box ist. Von hinten das Ganze in Silber und oben eben hier so rosa. Schön gemacht. Schmuck darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir nämlich hier noch eine Halskette. Also das Ganze in Silber mit so einer eher dünneren Halskette und dann hier einem Herzog Schriftzug als Anhänger. Das sieht sehr gelungen aus. Hoppla, nicht, dass es gleich kaputt geht. Auf der Rückseite ebenfalls glatt Silber. Und dann haben wir natürlich noch, wenn ich ihn jetzt finde, ja genau, hier ein Verschluss. Allerdings muss man sagen, wenn man das sieht, jawohl, der ist nicht zu öffnen. Also es ist wirklich hier fixiert und ineinander verkettet, aber es hat keinen Mechanismus, um das Ganze zu öffnen. Bedeutet, das ist von der Größe nicht verstellbar, aber ich denke mal, die Größe sollte jeder über seinen Nacken bekommen und dann kann man hier Herzog mit Halskette repräsentieren. Wie es sich für den Albumtitel gehört, beziehungsweise für das Kürzen oder für das Stutzen oder Schneiden seiner Pflanzen, haben wir dann hier noch eine Nagelschere, die kommt in diesem schicken Etui hier, ein schwarzes Etui, das sogar auf der Rückseite sogar noch gebrandet ist. Bombenprodukt lesen wir hier. Das Ganze hier mit Knopf verschließbar, beziehungsweise Magnetverschluss sogar. Und in diesem Etui befindet sich dann diese Nagelschere. Und auch die ist sogar nochmal gebrandet hier ganz fein. Der Herzog Schriftzug, ich hoffe, man kann das hier entziffern. Stainless Steel, also rostfreier Stahl. So sieht das aus. Eine klassische Nagelschere. Was ihr damit schneidet, eure Nägel oder eure Pflanzen, das ist natürlich euch überlassen. Und passend zu der Nagelschere haben wir dann auch noch ein paar Handschuhe. Und zwar gebrandete Bombenprodukt Latex-Handschuhe, mit denen ihr euch dann um Pflanzen oder was auch immer kümmern könnt. Ich werde die mal ganz kurz anprobieren. Mal schauen, wie die passen. Also vom Material her sollte jeder kennen, das sind so vom Material her wie diese regulären Handschuhe, die man vielleicht von den Sanitätern oder irgendwelchen Leuten, die im Hygienebereich arbeiten, oder vielleicht wenn man jetzt irgendwo im Supermarkt einkaufen geht, bei der Fleischtheke. Ui, jetzt habe ich es geschafft, in der Eile, dass ich hier schon zu stark angerissen habe. Jetzt ist das Ganze hier schon beschädigt.
Aber ihr könnt sehen, die Handschuhe sehen echt gut aus. Wir haben hier schwarze Handschuhe mit diesem weißen Bombenproduktaufdruck auf dem Handrücken. Klassische Latex-Handschuhe. Größe sollte eigentlich jedem passen. Und dann haben wir hier noch eine Haube, eine Mütze, ein Beanie. Das Ganze hier in Schwarz, vorne mit Herzog-Schriftzug, also eben mit diesem Patch. Der ist aber festgenäht, der ist hier nicht irgendwie mit Klettverschluss abnehmbar. Wir haben es hierbei zu tun mit, was lesen wir hier? Offizielles Herzog-Merchandise von Maximal Media OHG Hamburg. Und das Ganze ist 100% Acryl. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster. Und zwar haben wir hier ein doppelseitiges Poster. Wir haben hier einmal eine Pflanze, ich gehe mal stark davon aus, einmal Herz OG. Hier lesen wir dann auch wieder Herz OG, Larry OG und Kosher Kush. Links unten Herzog, rechts unten Exotic Seed. Und auf der Rückseite haben wir dann dieses hier im Querformat Herzog mit einer seiner Bonks abgebildet. Also das ist eine Rohr aus der gemeinsamen Kollektion. Dann Herzog hier in dieser Kugelschreiberoptik. Jawohl, also einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze, die Nagelschere in diesem Etui, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat, dann diese Halskette, Herzog, Anhänger, der Aschenbecher, die Bonus-EP mit insgesamt 5 Tracks plus 5 Instrumentals. Und natürlich nicht zu vergessen die Handschuhe hier, die Latex-Handschuhe in Schwarz. So wie natürlich das Album OG mit Herz mit insgesamt 14 Tracks. Also mit der EP kommen wir dann auf 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. OG mit Herz von Herzog. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.